Hallo meine Beauty Bunnies und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es neue Produkte von Catrice. Wäre mir gar nicht so aufgefallen, wenn ich nicht bei denen auf der Seite gewesen wäre, weil es sieht nach einer Sortimentsumstellung-Update aus von Catrice. Ja, es gibt viele neue Produkte, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Hätte ich da nicht auf der Internetseite mal nachgeschaut, was gibt es denn so Neues, was hast du denn verpasst, hätte ich das verpasst. So konnte ich sehen, es gibt viele neue Lidschattenpaletten, ich glaube insgesamt 3 Stück, andere Einzelfarben, auch andere interessante Produkte, die wir hier gemeinsam austesten können. Bin also echt gespannt. Übrigens ist der Look mit diesen Produkten entstanden. Wenn du also Bock drauf hast und wissen möchtest, was ich geshoppt habe, was sich lohnt und was nicht, dann bleib auf jeden Fall dran. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hier unten vielen lieben Dank dir für deine Unterstützung. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video mit den neuen Catrice-Produkten. Kurze Info für dich vorab. Ich bin jetzt knallrot, weil ich im Wangenbereich an den Augen, ich bin nicht krank oder so. Ich habe mich gerade für dich abgeschminkt, damit wir das Video drehen können. Denn es soll ja ganz schnell online kommen und deswegen musst du dich abschminken, weil die neuen Produkte gerade eingetrudelt sind. Ich stelle dir als erstes eine neue Palette vor. Ich freue mich, dass es neue Paletten gibt. Insgesamt gibt es 3 Stück davon. Ich habe mich für die Coral Crush Palette entschieden, die hier goldene Reflekte? Ja, ich weiß, was ich meine. So goldene Sachen auf jeden Fall drauf hat. Dann sehen wir hier so einen angehauchten Seestern. Wunderschöne Palette. Auch die Farbwahl an sich finde ich sehr schön, wenn man, ne, hier ist kein Spiegel drin, du kannst direkt die Farben sehen. Aber wenn wir uns die Farben jetzt mal genauer anschauen, dann ist das schon eine Palette, die man im Alltag gut verwenden kann. Die einzige Farbe, die mich jetzt nicht so überzeugt, ist die Farbe Sand, die ganz helle Farbe, die sieht man gefühlt gar nicht. Und die Farbe Korall könnte für mich auch noch ein Ticken kräftiger werden. Das sind die einzigen Farben, die ich so ein bisschen enttäuschen in der Palette, aber die anderen Farben finde ich sehr schön, auch für den Alltag. Dann habe ich die ausgepackt und dachte mir so, Moment, gab es nicht mal so eine ähnliche? Und ich habe jetzt einfach das Doppelte wieder gegriffen oder gab es die schon mal? Nee, es ist auf jeden Fall eine neue Palette, aber die Mint of Mind Palette sieht sehr ähnlich aus. Die ist nicht ganz so korallig. Also du siehst das hier, das ist jetzt die alte, das ist die neue. Aber so die Farbrange ist schon dieselbe. Ich würde sagen, die alte hier, die geht etwas in die kühle Richtung. Die ist etwas wärmer von den Farben. Vor allem diese beiden Töne hier sind deutlich wärmer von den Farben. Das muss man wissen, dass man sich dann fast die ähnliche kauft. Vielleicht hätte ich mich für eine andere entscheiden sollen, aber ich mag einfach die Farbe Korall so gerne. Und ich trage sie so gerne und deswegen muss diese Palette einfach mit. Ja, jetzt habe ich ein paar Farben doppelt, aber das macht nichts. Wir testen auf jeden Fall diese Palette jetzt gemeinsam aus. Ich freue mich drauf, denn ich weiß ja schon, wie es eventuell aussehen könnte. So, die Farbe Sand zeige ich dir auch direkt. Die ist so, ja, sandfarben eben, aber muss echt kräftig mit dem Pinsel hineingehen, damit man irgendwas auf dem Lid sieht. Ja, die Farbe ist okay. Ich gehe jetzt aber direkt in die nächste Farbe rein, nämlich in die Farbe Korall, weil ich eigentlich das Korallige möchte. Aber ich wollte die Farbe einfach mal zeigen, wie du siehst. Sie ist nicht so kräftig, kann man aber gut zum Grundieren verwenden. Ich gehe in die nächste Farbe, in die Farbe Starfish. Und das gebe ich mir fett über mein Lid und in meine Lidfalte auch rein und schön weit drüber. Für mich ist die Farbe etwas zu orange. Ich finde die Farbe schön, keine Frage, aber für mich ist nicht richtig Korall. Das sei jetzt mal gesagt. Ich gehe sofort in das Hellblaue, denn ich möchte das in mein Innenlid haben. Damit das schön kräftig wird, nehme ich das jetzt direkt am Anfang mit. Ja, die Farbe ist toll, muss ich ehrlich sagen. Und so ein Farbklecks in der Innenwand meines Auges finde ich mal ganz schön. Muss man sich einfach mal trauen, wenn man das dann gemacht hat, dann macht man das häufiger. Wenn du dich auch nicht getraut hast oder nicht magst, ist ja okay. Aber gerade für so einen Look jetzt oder für das Video dann viele Farben auszuprobieren, ist doch das, was wir alle wollen. Ich gehe in die Farbe Beach Flirt. Und die setze ich mir schön hier unten hin. Als Schimmerton nehme ich Jellyfish. Geben wir den großflächig übers Lid. Und eigentlich müsste man damit so einer schönen, klebrigen Base arbeiten. Ja. Vielleicht gehe ich dann doch ein bisschen in die Farbe Coast. Ah ja, das sieht man was mehr.
Ich hatte jetzt keine Lust, mir noch eine andere Base drauf zu hauen, deswegen arbeite ich denn mit einer anderen Farbe gerade. Es ist auf jeden Fall eine solide Palette. Wenn du die andere Palette noch nicht hast, die ich dir gezeigt habe, dann ist sie, glaube ich, echt schön auch für den Alltag, auch wenn es mehr ins Orangene reingeht, anstatt, wie ich finde, in das Korallige. Ja, eine tolle Palette. Also wirklich, also ich kann nicht sagen, dass sie schlecht ist. Ich bin nur gerade etwas enttäuscht, dass sie der anderen so ähnelt und ich hätte mich besser für eine andere Palette entschieden und dass nicht dann doch irgendwie was Neues auf den Markt kommt. Etwas Neues auf jeden Fall ist trotzdem rausgekommen, nämlich ein Liquid Eyeshadow von Catrice und das ist hier die Farbe Papaya Passion. Du merkst schon, ne? Die Farbe Korall hat es mir gerade angetan und das ist so Korallorange. Wenn wir das jetzt aber testen, ist das sehr dunkel. Wenn wir es aber testen, dann sehen wir, dass auf jeden Fall mehr ins Bräunliche reingeht. So ein Orange-Braun kann man schlecht beschreiben und das könnte ich jetzt natürlich verblenden. Ja. Ich könnte das auf meinem Lid arbeiten. Ich weiß aber nicht, ob mir die Farbe so gut stehen würde, deswegen habe ich das jetzt nicht verwendet. Ich habe es vorher schon auf dem Handrücken ausprobiert und bin auch hier von der Farbe etwas enttäuscht. Es gab noch ein Grün, aber so Grün steht mir so nicht so gut und habe halt gehofft, dass das dann so ein schönes Korall wäre oder ein leuchtendes Orange, was mehr in die Neonrichtung reingeht, also wie das hier draußen. Aber ich finde, die Farben ähneln sich nicht wirklich, wenn ich das so sagen darf. Schade eigentlich, weil diese Liquid Eyeshadows sind doch so ganz cool, weil es geht morgens definitiv schneller, als wenn ich die ganze Palette rauskrame. Dann nehme ich einmal den Liquid Eyeshadow, packe ihn drauf und verblende das. Ansonsten schönes Produkt. Ich muss vielleicht das andere doch mal ausprobieren, diese grüne Farbe und auch vielleicht das auf dem Lid. Vielleicht sieht es ja dann so gut aus. Es gibt auf jeden Fall auch Monolidschatten und ich habe mir einen grünen mitgenommen. Das ist die Farbe Galaxy Lights 030. Zumindest wirkt der grün im Internet. Aber wenn ich den hier jetzt so bewege, ist er von schwarz bis gold alles dabei, aber nicht wirklich grün. So ganz seitlich ist es grün. Also wenn ich jetzt so drauf gucke, dann ist es grün, aber nicht wirklich von vorne. Und ist wieder so ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht, irgendwie komisch. Also so wirkt er auch grün, ist irgendwie alles dabei. Der ist ultra weich. Richtig krass schön von der Farbabgabe. Wirkt jetzt hier auf dem Handrücken noch mal intensiver. Also, wenn ich hier meine Hand bewege, dann siehst du definitiv das Schwarz, das auf einmal zum Vorschein kommt. Vielleicht ein Stück Grün, Gold und dann ist es wieder dunkel. Also, Grün sehe ich hier jetzt nicht mehr so viel. Nur wenn ich wieder so drauf schaue. Also, es ist ein interessanter, super interessanter Lidschatten, der jetzt aber nicht zu dem Look passt. Ich lasse das jetzt bei diesem Look hier und werde dann bei einem anderen Look schminken. Denn ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Farben dann wieder gut zusammen harmonieren, kombinierbar sind und da habe ich recht. Und das ist eigentlich mein Ziel gewesen. Aber habe dann die andere Palette entdeckt und habe mich jetzt für die entschieden, mit der was zu schminken. Es gibt endlich einen neuen Eyeliner von Catrice, der Ink Eyeliner 24 Stunden Wear. Also der verspricht, dass er sehr lange hält, 24 Stunden, um genau zu sein. Und es ist die Farbe 010 Best in Black. Die Spitze ist sehr interessant, weil sie so eine Kombination aus beidem ist. Also einmal Filzstift und Pinsel. Der untere Teil ist wie ein Filzstift und der obere Teil wie ein Pinsel. Und dadurch, finde ich, kann man sehr schöne Linien ziehen. Hinzu kommt, dass der hier matt abtrocknet. Ich habe viele, die dann glänzend sind. Das mag ich nicht so, nehme ich dann aber trotzdem, weil sie eben wasserfest sind. Und der ist so semi-wasserfest. Also er steht jetzt nicht drauf, dass er wasserfest ist, sondern nur 24 Stunden halt. Heißt also, er ist nicht wasserfest. Leider, das muss man also vorher wissen. Ja, wenn ich hier gleich jetzt mit einem bisschen Spucke drüber gehe, dann sieht man, dass der sich auf jeden Fall verwischen lässt und dass er nicht so wasserfest ist, wie ich es gerne hätte. Ich glaube aber, dass man damit gut arbeiten kann. Ich mag hier lieber diese Pinselapplikatoren anstatt die Filzstiftapplikatoren. Hier ist so ein schöner Mischmasch, also für alle irgendwie. Ne, man hat dann doch die gute Richtung gefunden. Ich finde den Applikator sehr angenehm. Und damit werde ich mal versuchen, meinen Eyeliner zu ziehen. Wenn ich jetzt hier unten verschwinde, nehme ich das nicht böse, weil ich muss ganz an den Spiegel dran. Oder kriege ich so aus der Entfernung auch hin? Gucken wir mal. Den neuen Eyeliner von Catrice mag ich richtig gern, auch wenn die Seiten jetzt nicht ganz identisch sind. Die Seite ist etwas dicker geworden. Aber trotzdem lässt sich super verarbeiten. Also alle, die irgendwie ein Problem haben, sollten den mal testen, weil der richtig leicht im Umgang ist. Also ganz klare Kaufempfehlung für diesen Eyeliner, wenn er jetzt noch wasserfest wäre. Das ist der Holy Grail für mich.
Kommen wir zu einem neuen Face-Produkt, wo ich noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich halte dir gerade hoch den Skin Glazed Hydrating Serum Primer. Hier sind 15 ml drin in einem Glasflakon und mit einer Pipette. So das Übliche, was man von Catrice kennt. Wie immer schön. Und hinter mir noch eine Info. Feuchtigkeitsspender Serum Primer mit 0,5 Squalane. Gut schütteln, auf dem ganzen Gesicht auftragen für ein strahlen Glas-Skin-Effekt, Augen- und Lippenpartie aussparen. Ich werde Augenpartie und Lippenpartie nicht aussparen. Ich werde es einfach komplett drüber geben. Ich schütte es auf jeden Fall. Glas-Skin. Also, das ist natürlich eine Haut, die makellos ist. Habe ich schon mal nicht. Das kann das Produkt auch nicht richten. Eine Haut, die ohne Poren ist, habe ich auch nicht. Kann auch das Produkt nicht richten. Aber ansonsten, die leicht glänzt und schimmernd ist. Das können wir vielleicht mit dem Produkt hinbekommen. Ich mache erstmal eine Seite. Vielleicht sehen wir dann irgendeinen speziellen, tollen Effekt. Und ich spare nicht meine Augen und mein Mundpartie aus, denn warum sollte ich? Das ist also die eine Seite. Sie glänzt etwas mehr. Ne? Also das haben wir hier jetzt nicht. Sieht etwas praller aus, aber so einen Unterschied entdecke ich jetzt nicht. Deswegen mache ich direkt die nächste Seite. Weil ich glaube, es kommt auch nicht mehr so viel Unterschied. Ist auf jeden Fall kein pflegender Primer. Also wenn du darauf Wert legst, dann würde ich einen anderen Primer benutzen, weil das ist der hier auf jeden Fall nicht. Und der brennt ganz leicht bei mir, an meinen Pickeln, an den offenen Stellen. Wir können jetzt also weitermachen mit der Foundation. Ich nehme heute die True Skin Foundation. Habe ich lange nicht mehr verwendet. Ich habe die Full Coverage, oder? Bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Ich schaue, dass ich sie mit einem Pinsel auftrage, damit es nicht ganz so deckend wird. Und ich weiß auch nicht, die Farbe könnte vielleicht sogar zu hell sein. Schauen wir einfach mal. Einen Concealer habe ich nicht, aber immerhin die Foundation. Boah, krass, wie deckend diese Foundation ist. Und da benutze ich eigentlich nicht mehr. Also ich habe schon deckende Foundation, aber die nicht mehr so krass in der Verteilung sind. Ich kann mir vorstellen, wenn ich hier gerade Vaseline auf meinem Gesicht verteile oder Nivea-Creme, das funktioniert nicht. Und ich glaube, die macht richtig gut. Die gleitet nicht über das Gesicht. Kann aber vielleicht auch an diesem Primer liegen, der etwas klebrig ist. Glasskin oder klebrig Skin. Das Ganze muss ich auf jeden Fall setten, weil sonst klebt das hier so. Und ich nehme dazu von Catrice den Soft Glam Filter Powder. Wie man sieht, schon ordentlich in Benutzung, finde den richtig gut. Der hat so ein ganz leichtes Schimmerpartikel. Aber nicht, dass man, ja, also so grobe sieht man nicht, sondern es ist wirklich ein Seidenschimmer eher, der auf die Haut gelegt wird und dadurch sieht das Ergebnis richtig flawless aus. Darf man nicht so viel verwenden, sonst wirkt sie da cakey und alt. Ein einzelner Bronzer gibt es nicht, aber es gibt momentan etwas Neues von Catrice, nämlich wie man es früher kannte oder wie wir es alle schon irgendwie mal gesehen haben, nämlich Magic Shape Face Cream Palette. Das sind alles Creme-Produkte, die wir heute gemeinsam testen können. Weil es einen neuen Bronzer dabei ist, fand ich es super. Leider gab es noch nicht die Anna Liquid Blushes, die ich unheimlich gerne getestet hätte. Da hier aber ebenfalls Blush drin ist, habe ich gedacht, okay, nimmst du das Set mit, hast direkt einen Bronzer zusammen. Der dunkle Bronzer ist auf jeden Fall etwas zu dunkel für mich. Das könnte mein Sommerton sein, aber bis ich dahin komme, brauche ich Ewigkeiten. Der andere Bronzer passt schon eher und bei den Blushes werde ich einfach beide miteinander mischen. Das macht sich hier am besten. Jetzt habe ich einen schon angeschreckten Pinsel, der dafür eigentlich gedacht ist, aber man kommt nicht so gut ins Händchen rein und versaut damit irgendwie gefühlt sich alles. Für dich wieder als Hinweis, tapp es ab und einmal ein bisschen auf den Handrücken ab, damit du siehst, was du machst, denn das ist arg pigmentiert. Zum Glück kann man das ohne Probleme verblenden. Aber bis dahin dauert es natürlich ein bisschen. Ich muss sagen, das Produkt lässt sich super verblenden. Ich habe schon einmal kurz getestet am Handrücken und war begeistert. Also auch da hatte ich so einen Fleck. Aber jetzt schau mal, wie schnell sich das mit tupfenden, also ich streife nicht, ich tupfe, mit tupfenden Bewegungen sich das verblenden lässt. Mega. Richtig mega Produkt. Und wenn du jetzt denkst, das klebt doch, nein, das trocknet so Puder runter. Das ist richtig interessant. Ein schönes Produkt, was ich zufrieden bin, dass ich mir das gekauft habe. Ich könnte jetzt auch die beiden miteinander mischen, wenn das jetzt im Sommer vielleicht dann doch mal zu hell werden sollte.
Aber so gerade passt es perfekt und ich kann da echt gut mit arbeiten und konturieren. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr verwendet, aber auch das geht. Du siehst, wie schön sich das ausblenden lässt. Richtig toll. Bei dem Blush gehe ich in beide rein. Ich mache nur eine Seite davon voll, gehe es mal vom Handdrücken. Ne? Du siehst, wie stark das ist. Und auch hier ist immer noch so stark. Krass. Ich muss auch ein bisschen auf dem Handrücken verblenden und dann nochmal hier hin an mein Gesicht. Das mache ich gerne, dass ich Produkte erstmal auf meinem Handrücken gebe. Aber auch da siehst du, es ist extrem stark und deswegen habe ich mir eine Seite eingefärbt vom Pinsel. Jetzt kann ich die andere schön zum Verblenden verwenden. Und auch hier ist wieder tupfende Bewegungen, nicht streifen, weil so behält auf jeden Fall die Foundation da, wo sie hin soll. Und das Produkt ist super. Du hast vorgesehen, ich habe abgepudert, weil ich sonst Angst habe, dass mein Concealer mir in die Falten kriecht. Ich bin über das Puder gegangen mit den Cremeprodukten und es hat total gut funktioniert. Also auch schönes Ergebnis. Hier ist der Rouge etwas zu intensiv geworden, also du musst echt aufpassen, dass du da vor auf deinen Handrücken gehst. Also ich werde mir da lieber die Hand erst einsaunen anstatt dein Gesicht, weil da kriegst du es einfacher. Statt wenn du es einfach hier hast, ne? Da siehst du es im Vergleich, wie krass es einfach ist. Ja. Schönes Produkt, wo man eigentlich erst Angst hat, dass das ganze Make-up danach versaut ist, dass das Make-up sich auflöst, also die Foundation. Aber das ist hier nicht. Also es ist nicht wie günstige Kinderschminke, wo man danach immer noch klebt. Nein, es ist wirklich komplett runtergetrocknet. Das ist total krass, das Gefühl. Und es macht Spaß, damit zu schminken. Schönes Produkt übrigens, wo ich mich am Anfang nicht getraut habe, es zu verwenden. Mittlerweile, nach dem zweiten Mal, ich habe die Palette schon einmal verwendet, damit ich dir sagen kann, wie es ist, finde ich es richtig, richtig gut. Ich liebe es. Außer die Seite ist ein bisschen extrem geworden, aber naja. Catrice hat ein neues Augenbrauenprodukt herausgebracht, was ich ganz nice finde, so von der Aufmachung. Das ist der All-in-One Brow Perfector. Wir haben ein Bürstchen, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir die Augenbrauenfarbe. Und jetzt habe ich die Farbe 020 Medium Brown. Hier haben wir die Farbe. In einer Dreiecksform komme ich nicht unbedingt so gut mit zurecht, aber es gab keine andere Form. Und dann haben wir ein Augenbrauenpuder. Okay. Mit dem Puder arbeite ich eigentlich so gut wie nie mit allen anderen Produkten schon. Wir bürsten also erst einmal unsere Augenbrauen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich mache alles nach oben. Nehme mir da meine Farbe. In dem Moment ist hier dreieckig. Und gehe meinen Augenbrauen ein bisschen nach. Deswegen verstehe ich nicht, wofür man noch das Puder braucht. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe hiermit schon nach. Wofür brauche ich Puder? Vielleicht für die Lücke da gleich? Und ich finde halt, mit diesem Dreieck-Ding kann man nicht so präzise die Augenbrauen nachmalen, wie ich es gerne hätte. Also ich tue mich dann am Anfang immer recht schwer damit. Also es ist ja keine neue Erfindung mit diesem dreieckigen Produkt. Ist ja schon etwas länger her, aber ich habe es genug ausprobiert, um zu sagen, ist nicht meine Lieblingsform. Und irgendwie, ja, dadurch wird es da so, ne, sie ist an der Ecke hier recht unpräzise, was ich eben dieser Dreiecksform schulde. Dann kommen wir zu dem Puder. Ich mache das jetzt einfach drüber. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Weil ich bräuchte es nicht. Okay. Zur Sicherheit, damit es schön aussieht, gehe ich jetzt nochmal mit dem Bürstchen rüber und hoffe, dass ich hier die dunklen Kanten ein bisschen rausbekomme. Ja, so ein bisschen ging's. So. Die Farbe ist nicht ganz so meins, geht leicht ins Rötliche, weil ich nicht so bevorzuge. Ich habe mehr so einen aschigen Ton, habe sonst aschblond. Das passt eigentlich immer so am besten. Und ich finde auch, durch das Puder wirkt es arg extrem gerade dunkel. Vielleicht auch nur mein Empfinden. Was sagt ihr? Komisch oder nicht? Ja, na gut. Es gibt auf jeden Fall einen neuen spannenden Highlighter, wo ich mir denke, so, warum hast du den gekauft? Er ist neu, ich muss ihn haben. Das ist der Space Glam Holo Highlighter. Hier sind übrigens 4,6 Gramm drin und es ist 010 Beam Me Up. Fehlt noch Scotty dahinter. So sieht es aus und irgendwie ist gefühlt alles drin. Pink, Silber, Gold, Lila. Das sieht bestimmt nicht gut aus für diesen Look.
Aber wisst ihr, warum ich den gekauft habe? Karneval kommt bald. Und da ist so ein Highlighter, der so fluoreszierend ist. Richtig schön. Weil ich jetzt davon halten soll, das kann ich nicht sagen, denn es ist absolut kein Alltagshighlighter. Den würde ich so niemals in der Schule tragen. Nie. Sein ist Karneval. So, von den Pigmenten finde ich ihn schön. Der ist auch super weich. Du hast keine groben Partikel. Wirklich richtig schön. Aber ich finde die Farbe nicht so der Renner. Ich wünschte mir, dass Catrice hiervor noch ein paar andere Farben herausbringen würde. In der gleichen Formulierung. Das wäre richtig schön. Dir fällt es jetzt gar nicht so auf, dass es so pink ist. Mir leider schon extrem. Ist halt eine Geschmackssache. Ich würde jetzt sagen, dieses Produkt würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal kaufen, alle anderen schon. Kommen wir zu den beiden letzten Produkten und es gibt einige neue Lippenprodukte. Unter anderem gibt es die Shine Bomb Lip Lacquer Long Lasting Lippenstifte. Ich habe hier unter anderem die Farbe Pinky Promise, weil ich wollte unbedingt was Pinkes haben. Und dann gibt es noch von den matten Lippenstiften eine neue Farbe, die Farbe 130 Scandalous Matt. Ich zeige dir erstmal den Pinken. Der Pinke passt heute nicht zu meinem Look, ich fand ihn aber so ganz cool. Deckend. Mega deckend. Und ich musste leider feststellen, ich habe den heute schon ausprobiert, genau wie jetzt auf meinem Handrücken, dass er nicht so long lasting ist. Ich habe meine Hand abgelegt und meine ganze Hose war voll. Der braucht tierisch lange zum Runtertrocknen. Sehr, sehr lange. Wenn er denn getrocknet ist, dann ist der auch wirklich relativ long lasting. Ja, kann ich schon zustimmen. Also man sieht das jetzt. Man kann ihn ein bisschen verblenden, aber es ist definitiv noch was vorhanden. Der passt aber heute nicht so zu meinem Augenlook. Deswegen hatte ich mir den auch mitgenommen, weil die Farbe einfach unheimlich schön ist. Der geht ins Korallbraun. Eine Farbe, die man, glaube ich, im Alltag besser tragen kann als das Pink. Obwohl, naja, eigentlich gehen beide ganz gut. Aber der passt heute definitiv besser zum Look und deswegen kommt der auf meine Lippen. Ich mag die Matte Lipstick von Catrice total gerne, weil ich da keinen Lip Liner brauche. Also ich kann den in die Tasche einpacken, mir jetzt auf meine Lippen geben und das ist gut. Das habe ich bei so cremigen Lippenstiften nicht so häufig. Also ich muss da mit dem Lip Liner arbeiten und das ist mir immer alles zu viel, dann nehme ich lieber gar nichts. ja, das ist so ein Empfinden. Schöne Produkte, wirklich. Ein schöner Lippenstift, auch der pinke, sehr, sehr schön. Meine Beauty Bunny ist das von mir und den neuen Produkten von Catrice. Viele schöne Produkte dabei. Das einzige Produkt, was ich persönlich nicht so gut finde, ist der Highlighter. Alle anderen Produkte richtig toll und eine Überraschung ist die Face Palette. Die ist richtig schön. Die trocknet matt runter. Das hat mich überrascht. Ich dachte, es wäre ein cremiges Produkt, was cremig bleibt und womit man nicht gut arbeiten kann. Aber das ist ein echter Gewinn für meine Make-up-Sammlung hier mal was ganz anderes und es funktioniert super gut und sieht toll aus. Also das ist eine Überraschung für mich, eigentlich das Highlight aus der ganzen neuen Kollektion, wenn man das so sagen mag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen oben da, vielleicht auch ein kleines, feines Abo. Vielen lieben Dank euch. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Video und bis dann.